Guten Morgen, es ist Sonntag, der 9. Juni 2019 und es ist viel zu spät. Ach Gott, 9:45 Uhr. Ja, hier sind gerade auch schon Massen an Radfahrern vorbeigekommen und es wird jetzt doch auch mal Zeit aufzustehen. Oh, die Nacht war kalt, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ich habe mal überlegt, der Schlafsack, wie alt er wohl sein mag, 5 Jahre. 6 und der bringt allmählich seine Wärmeleistung wohl auch irgendwie nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle hatte ich auf jeden Fall ziemlich kalte Füße, Wärmekragen auf jeden Fall auch zugemacht und Moment, so geht es glaube ich besser. Den Lokat war drin. Ja, stromtechnisch muss ich mal sehen. Hier ist der Akku runter. Hotel ist wie gesagt immer noch eine Frage. So, jetzt erstmal gemütlich aufstehen, Kaffee kochen. Hat die ganze Nacht eine Fete, war hier noch nebenan. Was heißt nebenan? Man hört hier nachts unheimlich weit. Aber wie gesagt, ich bin nicht gestört worden. Auch die Radfahrer, die hier in Scharen vorbeikommen. Ja, ich habe nicht gezählt, was ich so mitgekriegt habe, waren es ein Dutzend. Bestenfalls sagen sie guten Tag. Aber das ist das, was ich ja immer sage. Wenn ihr irgendwo einen auf der Bank liegen seht. Was macht ihr da? Auch nichts, wenn wir ehrlich sind, ne? Was machen wir da? Nichts. Wir nehmen zur Kenntnis, oh, da liegt einer auf der Bank. Rastplatz leer, sauber. Mülleimer ist voll. Hier habe ich keinen Müll hinterlassen. Ich nehme meinen eigenen, nehme ich natürlich wieder mit. Weil vollen Mülleimer noch voller zu machen, halte ich nichts von. 10:45 Uhr. Ja, doch wieder eine Stunde. Ja, jetzt habe ich was gemacht, was ich sonst nicht tue. Am Lagerplatz sofort auch gefrühstückt. Es ist Sonntag, viel Kilometer habe ich heute sowieso nicht vor. Was mich gerade ein bisschen erschreckt hat, Luftlinie habe ich 84 Kilometer schon gelaufen. Und Luftlinie muss ich noch 104 Kilometer schaffen. Ein schöner Tag, der Sonnenbrand macht mir zu schaffen. Die Nacht war relativ kalt. Ich frage mich, ob der Schlafsack soweit noch in Ordnung ist. Ja, ich habe aber auch überlegt, den Biwaksack. Ich hätte ihn ja bereitgelegt für den Fall, dass nicht warm genug ist. Aber es ging doch ohne. Im nächsten Dorf muss ich wieder einkaufen. Ja, momentan jagen sich die Einkaufsmöglichkeiten. Aber was ich so auf der Karte gesehen habe, kommt dann wieder eine Zeit, wo wieder lange nichts einzukaufen wird sein. Was heißt lange? 30, 40 Kilometer. Es ist 9:55 Uhr. So, und da unten kommt schon wieder irgendein Dorf. Da müsste man dann ja einkaufen können. Es ist 12 Uhr. Ja, hier zu einen Schwenk zu machen, macht irgendwie wenig Sinn. Wir stehen mitten im Wald. So, ja. Gut, jetzt bin ich gerade eine ganze Zeit über eine Hauptstraße gestapert, mitten durch so ein Dorf. Also so ein Dorf, was sich so, das gibt es in Deutschland ja auch, einfach nur die Hauptstraße entlang schlängelt. Ja, da war auch noch eine Pension. Da hätte man wohl mal fragen können, aber das sind erst 3 Kilometer, die ich gemacht hatte. Jetzt ist man gerade, wie gesagt, noch nicht mal 12 Uhr. Ja. Nee, und dann die Entscheidung war dann, nee. Wäre jetzt eigentlich zu schade schon für den freien Tag, weil ich stromtechnisch, Moment, irgendwas passt hier mit dem Navi wieder nicht, noch relativ gut aufgestellt bin, würde das alles morgen wesentlich besser ins Programm passen. Ja, wollen wir wetten, dass wir morgen dann wieder kein Hotel finden?
Ja gut, aber das ist dann halt Schicksal. So. Genauso wie wir wissen, dass jetzt voraussichtlich die nächste Zeit erstmal keine Bank mehr kommen wird. Hier oben bin ich auf so einem Punkt. Hier ist irgendwas Besonderes in der Karte eingezeichnet, aber außer diese riesen ominöse Hütte, das muss man sich auch angucken, vermag ich hier irgendwie keine Aussicht, kein Nichts zu erkennen, ob das mal irgendwann was gewesen sein soll. Also sagen wir so, sie ist top in Schuss, sie ist sehr gepflegt, auch wenn ich hier so reingucke. Also da hätte selbst ich kein Problem, mich da reinzulegen, wobei ich würde mich dann eher hier draußen auf die Isomatte legen. Nee, aber warum ich den Schlenker jetzt gelaufen bin, gut, da geht es wieder einen anderen Weg rum mit Bäumen, weiß ich jetzt nicht. Die Besiedlung der Region. Hier, das mit dem Baum, das geht so gerade noch. Hier kämpfe ich gerade wieder. Zum einen mit fließenden Bächen. Oh je. Ja. So, stehen wir sofort wieder mitten in der Matsche. So, ja, hier außenrum sehe ich nicht auf allen Vieren drunter durch. Kann man da außenrum? Ich weiß nicht, was dann am Schluss auf dem Video zu sehen sein wird. Und auch das frisst natürlich Zeit. Unabhängig davon, Höhenmeter. 13 Uhr. Das ist hier wieder mal eine herrliche Landschaft. Ja, wir sind ja auch deutlich über 800 Meter. Ja, und es geht wieder nur den Berg rauf. Gut, aber irgendwie den höchsten Punkt von 1000 Meter haben wir, glaube ich, immer noch vor uns. Hier sind wir jetzt auf 900 Meter. Glaube ich, der höchste Punkt bisher. Aber wird noch, und das ist eine kolossale Aussicht von hier. Gut, aber man sieht, hier vorne ist auch im weitesten Sinne gerodet worden. Wenn das wieder aufgeforstet ist, wird diese Aussicht nicht mehr da sein. Irritierend tut mich der Sendemast. Zumindest was ich so erkennen kann, dass er nicht bei mir auf der Karte drauf ist. Gut, und viele Fußgänger. Das waren jetzt in den letzten 5 Minuten 6 Fußgänger, die mir hier entgegengekommen sind. 3 Pärchen. Nicht nur entgegengekommen, da laufen 4, 2 haben mich sogar überholt. Das scheint auch eine Skipiste da vorne zu sein. Ist schon eine schöne Landschaft hier. Also von da bin ich gerade gekommen. Warum ich aber filme? Da hinten stehen viele Autos, Sendemasten, da sind Fahnen. Gebäude, die alle auf der Karte so nicht drauf sind. Was ist hier los? So, machen wir noch mal eben weiteren Schwenk. Das ist nämlich hier auch ganz schön, alles zu sehen. Das erklärt natürlich, wo die ganzen Spaziergänger herkommen. So, da müssen wir mal eben gucken, ob wir hier an was zu essen kommen und so weiter. Gut, es ist 14 Uhr. Den Weg müssen wir noch gehen. Hier haben wir wieder so einen schönen Blick auf die Landschaft. Ja, von da bin ich gekommen. Es geht also jetzt gerade bergab.
Ja. Es ist 15 Uhr. Ja, so. Zu dieser Tour gibt es noch was zu sagen, wenn ich zu Hause bin in der Vorbesprechung. Weil gerade da stand eine Abkürzung in der Karte, die war aber gar nicht da. Ich denke schon, bist du so blöd, dass du eine Abzweigung gar nicht mehr siehst? Nee, gibt es wirklich nicht. Eine Schutzhütte, ja, die war aber so lieblos in den Straßenrand geflatscht. So, und warum ich da dann nicht ins Hotel eingekehrt bin, frage ich mich gerade auch. So, erstes Ziel ist jetzt mal da oben die nächste Höhe. Und dann bin ich ja schon wieder über eine Stunde dabei, irgendeinen mehr oder weniger geeigneten Lagerplatz zu suchen. Anfangs bin ich da immer sehr wählerisch. Ja, und je näher wir dann je mehr Zeit dann vergeht, wird man natürlich, stuft man seine Ansprüche zurück, sagen wir es mal so. Aber Schutzhütten sind wirklich ganz, ganz wenige geworden. 10 nach 4 schon wieder. Hier habe ich gedöst. Ja, nochmal der letzte Blick. Ich habe trotz letzter Blicke, habe ich glaube ich, gestern mein Handtuch eingebüßt. So, also da unten, da habe ich die 15 Uhr Aufnahmen gemacht. Weit bin ich nicht gekommen in der Stunde. Gut, was weiß ich jetzt? Was bin ich jetzt schlauer? In 3-4 Kilometern ist noch ein Gasthof, der noch erreichbar sein könnte. Mal gucken, ob die ein Zimmer haben. Dann sind es 11-12 Kilometer Luftlinie, wo noch eine Möglichkeit wäre, einzukaufen. ja, und das heißt, entweder vorher morgen so zu timen, dass wir morgen da einkaufen, wo ich eigentlich keine Lust drauf habe. Oder aber, also wenn das mit dem Rasthof klappt, hat sich das Thema erledigt, dann sind wir erst morgen da. Wenn das nicht klappt, kann man das so timen, dass man einen Rastplatz für so wählen muss, dass man morgen früh da erst hinkommt. Oder aber ich muss versuchen, mit Proviant und so weiter so weit zu kommen, weil allmählich wird es eng. Nee, ich hatte ja etliches von zu Hause mitgebracht, ist immer noch nicht alles auf. Aber vieles jetzt, das meiste ist jetzt auf. So, jetzt muss ich halt wirklich auch mal zusehen, dass ich nachkaufe. Lidl, Penny, Kaufland, Aldi, ist alles vorhanden, aber nichts auf dem Weg. Oder ich muss mir mal ernsthaft Gedanken machen, dann doch jetzt mal einen Umweg von, was ich, 10 Kilometern oder sowas zu laufen. Ich weiß es nicht, wie es sonst gehen soll. Ich komme hier gerade aus dem Wald und hier hat man wieder eine schöne Aussicht. Gut, aber solche Aussichten gab es jetzt immer und immer wieder. Da unten ein Atomkraftwerk. Windkraftanlagen, ich glaube, da kommen wir auch noch vorbei. Da ist wieder Bebauung. Ja, hinter uns gibt es nicht viel zu sehen als eine zahlreichen Schonungen. Jo. So, gucken wir mal, was das mit dem Hotel dann gleich gibt. Und wenn nicht, dann muss ich mir Gedanken machen. Kleines Abenteuer, ich bin im Hotel. Es war von 400 die Rede, ich nehme auch für Kronen.
So, technische Daten erstmal für heute. 17,34 Kilometer, es ist 17:13 Uhr, 4,5 km/h in Bewegung, 2,7 km/h Gesamtschnitt, 829 Meter über Normal Null, 3 Stunden und 48 in Bewegung, 2 Stunden und 43 Gesamtschnitt. So, der Tag war unspektakulär, dass es hier mit dem Hotel jetzt geklappt hat. Sollte ich morgen auch an der einen Tankstelle, die da noch ist, verpflegen können. Und dann muss ich mich, wie gesagt, auch mal um feste Nahrung kümmern. Ja, und jetzt muss ich zusehen, dass ich die elektrischen Geräte an die Ladedose kriege. Dann können wir auch morgen wieder, haben wir wieder 2 Tage GoPro-Qualität. Wobei ich bei der Zoom, einen Akku hätte ich jetzt noch gehabt für die Zoom, ja, und mit dem, was noch an Rest auf den beiden, einen vollen Zoom-Akku. Und dann habe ich ja noch eins, zwei GoPro-Akkus und zwei Zoom-Akkus mit Reststrom. Das wäre dann wahrscheinlich noch ein zweiter Tag plus Powerbank, die über Solar geladen wurde. Ein dritter Tag. Handy muss ich aber ja auch noch betreiben. Ja, der Rest muss ich finden. Heute ist Montag, der 10. Juni 2019. Es ist 8:45 Uhr. Ich bin wieder auf der Strecke. Gut, den Rest erzähle ich jetzt mal aus dem Off. Also, das Handtuch ist wohl wirklich weg. Das ist zum einen schade wegen des Handtuches, das ist aber auch schade, weil jetzt natürlich wieder irgendwo Müll in der Gegend rumliegt. Okay. Ich habe mir natürlich die Glatze verbrannt. Was kein weiteres Wunder ist, ich bin doch mit dem Einschmieren nicht so regelmäßig dabei. Ja, du hast recht. Du hast ja so recht. Gut. Lassen wir den Köter mal eben bellen. Ganz deiner Meinung. Okay. Was auch insofern natürlich ein Problem ist, dass jetzt natürlich Müll irgendwo in der Gegend rumliegt, der da eigentlich nicht hingehört. So, jetzt muss ich mal eben mit dem Weg. So, dass ich dieses Hotel gefunden habe, war mehr oder weniger Zufall. Es steht im Navi drin, aber von außen ist es halt so gut wie nicht zu erkennen. Ne, die saßen da gestern draußen und wenn ich nicht draußen gesessen hätte, ob ich einfach so mal auf gut Glück reingegangen wäre, ich weiß nicht. Gut, gekostet hat die Sache 900 Kronen, sind also 36 Euro. Wow, dafür hat es ein Zimmer gegeben, gut. Mit WC und Dusche auf dem Gang. Da waren noch 6 offensichtlich Tschechen Radfahrer und ansonsten waren wir zu siebt. Ja. Das ging recht gut. Gestern gab es noch ein Essen, ich weiß nicht, Linsensuppe plus Braten mit Sauerkraut, Brot dazu. Das Frühstück, das war ein halber Liter Kaffee, glaube ich. Ich habe nicht nachgemessen. Oh. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Aus der Dusche tröpfelte das Wasser mehr, als dass es floss. Da bin ich aber als alter Interrailer, der ich ja vor 30 Jahren schon durch die Welt gereist bin, aber auch nicht allzu viel gewohnt.